Hallo und willkommen beim Kaffeelehrer. Heute mit einem Neuzugang. Und zwar ist das die Rancherio Pro X. Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal die kleine Schwester, die Rancherio Silvia, im Test gehabt. Und in diesem Video will ich euch einmal die Maschine vorstellen, einen kurzen Vergleich mit der kleinen Rancherio Silvia machen und einen Espresso-Shot beziehen. Fangen wir erst einmal mit der Maschine an. Also, diese Maschine hat im Gegensatz zur kleinen Schwester zwei Boiler. Der eine Boiler ist für den Wasserdampf und der andere Boiler ist für das Espresso-Wasser. Der Vorteil ist, wir können also hier auf Wunsch den einen Boiler ausschalten und wieder anschalten. Wer also sagt, wir machen jetzt nur einen Espresso ohne Milchbezug, kann also den abschalten und dadurch sparen wir natürlich Strom. Beide haben ein PID-Modul, das heißt also, wir können die Temperatur entsprechend konstant halten. Das gab es in der kleinen noch nicht. Und ansonsten von den Bedienelementen sind sie relativ ähnlich, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir erstmals ein Manometer dabei für den Druck. Auch das war vorher nicht vorhanden. Und hier haben wir noch zusätzlich eine Düse. Die Tropfschale ist auch in diesem Modell ein bisschen ein Schwachpunkt, denn wie ihr sehen könnt, ist sie nicht allzu groß, aber sie ist mittlerweile höhenverstellbar über diese kleinen Rädchen. Das gab es im alten Modell so nicht. Dann haben wir hier die Düse, die Wasserdampfpflanze, mit der wir eben Milch aufschäumen können. Auch hier hätte dieser Schutz doch ein bisschen länger sein können, denn wenn man jetzt hier die Düse variiert, dann kann man sich sehr schnell die Finger verbrennen. Das war hier auch nicht besser gelöst. Also da wünsche ich mir für ein Nachfolgemodell doch, dass da ein bisschen mehr Schutz ist. Ja, die Aufheizzeit der Maschine beträgt ungefähr 10 bis 12 Minuten. Relativ flott, würde ich sagen. So, bei der Tassenablage können wir sehen, dass es wieder eine sehr gute Verarbeitung, ein sehr gutes Material ist, denn hier oben Edelstahl hält sehr schön lange warm und wir haben jetzt dadurch, dass wir hier die zwei Boiler drin haben, auch recht viel Platz für mehrere Tassen, die wir draufstellen können. Ansonsten haben wir hier hinten den 2,5 Liter fassenden Wassertank mit den Schläuchen. Könnte man vielleicht auch noch ein bisschen anders verarbeiten, aber nichtsdestotrotz eigentlich ganz gute Qualität. So, jetzt wollen wir, ach so, ja, ich nicht vergessen natürlich, wollen wir, dass wir hier wieder einen Siebträger dabei haben. Von der Form vergleichen wir das mal mit dem alten Siebträger. Da seht ihr schon, dass sich da etwas getan hat. Denn die Lagerung ist jetzt ein bisschen anders. Das heißt also, der neue liegt ein bisschen besser in der Hand, ist auch noch schwerer. Und von der Qualität wieder auf sehr hohem Niveau. Und ein Temper ist natürlich dabei zum Andrücken des Kaffeepulvers. So, dann bereiten wir jetzt mal einen Espresso zu. Natürlich wie immer einen doppelten. So, ihr kennt das ja schon aus unseren anderen Videos. Einmal glatt streichen. Dann nehmen wir hier den Leveler. Eine relativ glatte Oberfläche und jetzt wird das Ganze schön gleichmäßig getemmt, damit wir eine gute glatte Oberfläche haben. Besonders ist hier noch vorzumerken, dass bei der Pro-Gruppe das Ganze ein bisschen mehr Kraft braucht, um den einzuhängen. Das ist aber auch ein Vorteil und zeigt die hohe Qualität. Hier ist nichts wabbelig. Hier ist alles massiv. Dann ist neu die Digitalanzeige, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, wir haben hier oben also die Möglichkeit, die Temperatur abzulesen und können auch noch über das Menü die Temperatur verändern und andere Einstellungen vornehmen. Dazu mehr in unserem Test im Blog. Und jetzt beziehen wir mal einen doppelten Espresso, schalten also die Waage an, wie ihr das ja auch kennt, und starten einmal. Dann schauen wir mal, wie der Espresso läuft.
So, 23 Sekunden, 41. Ich habe jetzt hier mit einem Brew Ratio von 2:1 gearbeitet. Und ihr seht an der Qualität und der Creme, wie toll die Maschine den Espresso extrahiert. Ich verzichte jetzt auf das Schäumen, kann aber nur sagen, das funktioniert sehr gut, weil es doch ein bisschen lange dauern wird. Und hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kaffeelehrer.